Am Morgen begrüßte Bundeskanzler Olaf Scholz den israelischen Ministerpräsidenten Herzog am Bundeskanzleramt. Sein erster Staatsbesuch in Berlin. Und dazu sprechen wir jetzt mit unserer Bild-Chefreporterin Antonia Jamin vor dem Bundeskanzleramt. Wie schwer war dieses Treffen für Bundeskanzler Scholz? Zuletzt gab es ja Irritationen, als der palästinensische Präsident Abbas im Kanzleramt den Holocaust relativierte und Scholz nicht sofort dazwischen ging. Gab es heute noch mal eine Entschuldigung von Scholz? Also davor müssen wir tatsächlich noch warten, aber ich kann tatsächlich sagen, dass der Empfang natürlich sehr formell war. Der Bundeskanzler, es wird bestimmt ein Thema sein, der Bundeskanzler wird sich auch wahrscheinlich wieder entschuldigen. Die beiden, der Präsident Yitzhak Herzog und der Bundeskanzler Olaf Scholz, sie kennen sich ja noch nicht. Das ist eigentlich ihr erstes Treffen. Gestern hat der israelische Präsident Yitzhak Herzog hier in Berlin gelandet. Sein erster Ziel, das erste Ziel war Schloss Bellevue. Da hat er seinen Amtskollege Präsident Frank-Walter Steinmeier sofort begrüßt. Das war natürlich sehr herzlich. Da hat man auch auf dieses formelle Handschütteln verzichtet. Die haben sich sofort umarmt. Die sind Freunde. Die kennen sich schon über 10 Jahre. Mit dem Kanzler ist es eine andere Geschichte. Das ist das erste Mal, dass sie sich treffen. Und tatsächlich ist Yitzhak Herzog der erste hochrangige israelische Staatsvertreter, der den Bundeskanzler auch jetzt trifft. Nach dieser Abbas-Geschichte erst vor 2 Wochen. Der Kanzler wird sich wahrscheinlich wieder entschuldigen. Der Kanzler hat sich ja schon entschuldigt, auch bei uns bei Bild, auch auf den sozialen Medien, auch beim Premierminister von Israel am Telefon, aber jetzt halt persönlich auch beim Präsidenten. Heute gedenkt man in Deutschland den Opfern des Terroranschlags bei den Olympischen Spielen von 1972 in München. Es ist der 50. Jahrestag. Wie geht es heute weiter für den Bundeskanzler und auch für den israelischen Präsidenten? Ja, also dazu muss man ja sagen, man hat in Deutschland waren wir ja kurz vor einer Blamage, die wurde jetzt letzte Minute behoben, weil die 11 Familien von den Angehörigen ja jetzt schon in München sind. Der Präsident wird später heute noch hier beim Brandenburger Tor besuchen und von hier geht es dann sofort zum Flughafen und mit dem Präsident von Deutschland, mit Frank-Walter Steinmeier, fliegen sie zusammen nach München zu der Gedenkzeremonie bei Fürstenfeldbruck. Und wir sind natürlich mit dabei. Du hast auch selbst Angehörige der Opfer und Überlebende des Attentats getroffen. Was waren das für Momente für dich? Das war natürlich sehr berührend. Wir haben mit allen quasi gesprochen. Wir haben mit den Witwen gesprochen, die 50 Jahre davor gekämpft haben, die Wahrheit ins Licht zu bringen. Wir haben mit Shaul Adani gesprochen, einem Holocaust-Überlebenden, den auch die Olympischen Spiele 1972 überlebt hat. Und wir haben sogar mit dem letzten Geisel, also der einzige Geisel, der auch Geisel war und hat uns geschafft hat zu flüchten, gesprochen. 50 Jahre danach ist der Schmerz immer noch sehr, sehr präsent. Wir haben eine tolle Doku bei Bild.de, sollte man sich auch mal anschauen. Heute um 19 Uhr sehen wir diese Doku. Vielen Dank für den Moment, Antonia Jamin. Ja, und Shaul Adani, als Kind hat er den Holocaust überlebt. 1972 kam er als Spitzenathlet nach München zu den Olympischen Spielen und dachte, in diesem neuen Deutschland kann ihm nichts mehr passieren. Es ist der 5. September 1972, als palästinensische Terroristen brutal die Wohnungen der israelischen Delegation im Olympischen Dorf in München überfallen. In einer der Wohnungen schläft auch Shaul Adani. Er hat den Holocaust überlebt. Bei den Olympischen Spielen 1972 entkommt er nur knapp dem Tod. Shaul ist mehrfacher israelischer Landesmeister im Gehen. Noch heute mit 86 Jahren beginnt für ihn jeder Tag mit Lauftraining. Okay, also was machen wir jetzt? Wie viel laufen wir? 5 Kilometer. 5 Kilometer? Es ist 6 Uhr morgens. Bild-Chefreporterin Antonia Jamin versucht mitzuhalten. Eine Stunde und 5 Kilometer später ist das Training vorbei. All diese Pokale gehören Ihnen? All diese. Und es gibt noch viele andere, die nicht hier stehen. Ich schätze, dass ich ungefähr 800 Pokale besitze.
Preise für Shaul, den großen Sportler und Weltrekordhalter, im Gehen. Lange vor seinen Siegen, 1941, Shaul ist 5 Jahre alt, überfällt Nazi-Deutschland Jugoslawien. Unverzüglich wollen sie das Land judenfrei haben. Etwa 10 Tage später wurden in Belgrad bereits Plakate an Hauswänden aufgehängt, auf denen alle Juden aufgefordert wurden, zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort zu erscheinen. Im zweiten Absatz stand: Juden, die den Anweisungen nicht folgen, werden erschossen. Meine Eltern beschlossen zu fliehen und die Donau zu überqueren nach Budapest. Die Familie Ladany flüchtet nach Ungarn. Aber 3 Jahre später steht die SS vor der Tür. Die Familie wird im Viehwaggon ins Konzentrationslager Bergen-Belsen deportiert. Das ist die Baracke, in der ich war. Und da kann man einen Teil des Wachturms sehen und das Hakenkreuz. Ist es nicht schwer für Sie? Ich habe das durchgemacht. Es ist Teil meiner Geschichte. Durch einen Gefangenenaustausch werden Shaul und seine Eltern freigelassen. Dann führt der Weg ins gelobte Land. Später, Shaul besucht in Israel die Universität, startet er seine Geherlaufbahn. Sie führt ihn 1972 zu den Olympischen Spielen nach Deutschland. Ich hatte Nationalstolz. Ich dachte, wir zeigen der Welt und Deutschland, dass wir, obwohl sie versucht haben, uns zu eliminieren, hier sind und in der Lage sind, uns der ganzen Welt auf dem gleichen Niveau wie alle Weltsportler zu stellen. Shaul ahnt nicht, dass 28 Jahre nach dem Holocaust Juden in Deutschland immer noch nicht sicher sind. Am 5. September 1972 wird er aus dem Schlaf gerissen. Gegen 5:30 Uhr morgens weckte man mich und man sagte mir, man hat Muni, ein Sportler in der Delegation, ermordet. Ohne viel nachzudenken, steckte ich meine Füße in die Sportschuhe. Ich bin immer noch im Pyjama, aber gehe zur Haustür und öffne sie. Rechts von mir am Eingang zur Wohnung Nummer 1 steht jemand. Er trägt eine Sturmhaube und schaut geradeaus. Vor ihm stehen 4 Wachleute des Olympischen Dorfes, alle unbewaffnet und in pastellfarbener Kleidung. Unter ihnen eine Frau. Sie bittet den Maskierten, dem Roten Kreuz zu erlauben, einzutreten und jemandem zu helfen. Sie sagt ihm, er solle menschlich sein. Er antwortet, die Juden sind auch nicht menschlich. Aus Angst, auch als Geisel genommen zu werden, fliehen Shauls Mitbewohner. Shaul warnt noch den Delegationsleiter in Wohnung Nummer 5. Zusammen entkommen sie über den Balkon. Mein Charakter wurde halt durch den Holocaust geprägt. Ich habe so viel durchgemacht und ich denke, dass ich ein Stück weit immun geworden bin. Am frühen Morgen sind 11 von Shauls Sportkameraden tot. Aber die Olympischen Spiele in Deutschland sollen weitergehen. The games must go on. Die Sportler kehren nach Hause zurück. 11 von ihnen in Särgen. Für Shaul eine kaum zu ertragende Niederlage. Arabische Länder haben jahrelang versucht, uns von allen möglichen Sportforen auszuschließen. Und hier, nachdem sie unser Blut vergossen, befriedigen wir unsere Feinde und verlassen das Olympische Forum und verschwinden. Shaul lebt und atmet Geschichte. Seine ganz private, aber auch die seines Volkes. Sein Haus ist voller Erinnerungen. Die Vitrine seiner Tante. Sie wurde von den Nazis ermordet. Der alte Konzertflügel seiner Eltern, den sich die Nachbarn einfach nahmen, als die Familie Ladany ins Ghetto ging. Aber da sind auch Shauls Pokale und Trophäen. Sie glänzen hinter Glas. Sie erinnern ihn für immer daran, dass das jüdische Volk niemals aufgibt. Wenn ich falle, komme ich wieder hoch. Immer. Bis jetzt ja.